Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Xenia Glutz von Blotzheim. Liebe Xenia, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Sibel, dass ich dabei sein darf. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Ja, also ich bin eigentlich im weitesten Sinne Marketing- und Kommunikationsstrategin und in den letzten Jahren mit einem neuen Herzstück, nämlich Nachhaltigkeit und das Thema Purpose, vor allem natürlich Corporate Purpose, das mich da umtreibt. Ja, und das Thema Purpose und Nachhaltigkeit, ich würde mal sagen, ohne das geht ja ein Markenaufbau heutzutage gar nicht mehr. Und du machst es sehr, sehr professionell und hast auch schon Anwendungsbeispiele. Und da freue ich mich, wenn du uns so ein bisschen Einblick gibst. Vielleicht erzählst du so ein bisschen deinen Weg dahin. Und dann sind wir wahrscheinlich erstmal bei MyKita. Was du da so implementiert hast, finde ich ganz spannend. Und danach hast du dich ja noch ganz anders weiterentwickelt. Machen wir es mal Schritt für Schritt, würde ich sagen. Super, sehr gerne. Ja, also ich fange mal von vorne an, ohne jetzt wirklich zu tief einsteigen zu wollen. Aber ich habe angefangen mit einem Psychologiestudium eigentlich, weil ich mich schon immer so für das Thema Mensch interessiert habe. Was geht eigentlich in den Köpfen der Menschen vor? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was denken sie? Und habe aber nach einem Jahr schon gemerkt, dass das, also dieser klinische Aspekt, vielleicht so ein bisschen der falsche Ansatz war, für mich da ranzugehen, und habe dann eher so ein bisschen die leichtere Variante gewählt, nämlich habe umgeschwungen auf Mode, was ja auch eigentlich so ein bisschen der Ausdruck der Persönlichkeit ist nach außen, eher mit so einem spielerischen Ansatz. Und das hat mir definitiv mehr Spaß gemacht. Das war auch wahrscheinlich beeinflusst durch mein Umfeld. Ich bin in Paris aufgewachsen und das ist natürlich extrem von Mode auch geprägt. Und ich habe Fashion Management studiert. Das ist so ein bisschen BWL für Mode mit allen Aspekten. Und bin eingestiegen über eine PR-Agentur, arbeite in einer PR-Agentur und habe dann aber sehr schnell gewechselt auf Brand-Seite, weil ich gemerkt habe, also die wirklich spannenden Sachen, Aspekte für mich, wirklich so Imageaufbau, Brand-Identity, Marketing-Kampagnen, das passiert alles in den Headquarters der Marken. Und das ist das, was ich wirklich reizvoll fand, und die Marken zu entwickeln, was interessiert an den Marken die Menschen, was motiviert sie dazu, die Marken wirklich zu lieben, wie macht man eine Love Brand? Ja, und das habe ich bei kleineren und größeren Marken gemacht, wirklich jetzt 20 Jahre lang. Zum Beispiel im Luxussektor bei matchesfashion.com oder auch Sportswear mit Puma. Das war so wirklich, das muss man sagen, wahrscheinlich meine beste Schule, in so einem großen Unternehmen in einer Marketingabteilung zu sein. Und ja, und du hast es schon erwähnt, meine längste Station war eigentlich MyKita. Und da habe ich 2008 angefangen und über 10 Jahre lang die ganze Marketing- und Brand-Abteilung aufgebaut mit allen seinen Aspekten. Und das war sehr spannend, weil das war wirklich so ein Aufbau. Als ich da ankam, war das noch relativ klein, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil da junge Leute waren, die wirklich so eine andere Art hatten, zu arbeiten, Brillen in Handarbeit mitten in Berlin herzustellen mit einem extrem tollen, wiedererkennbaren, anderen Design. Und das hat mich total fasziniert, und das war eine tolle Gelegenheit für mich auch, was mit aufzubauen. Das habe ich gemacht. Und ja, während der Corona-Zeit hatte ich dann so ein bisschen so eine Findungsphase. Ich glaube, das ging vielen Leuten eigentlich so, dass man sich so ein bisschen in Frage stellt, was man macht. Und Marketing ist ja eigentlich im Grunde so die Verkäufe irgendwie befeuern. Und das habe ich mich gefragt, ob ich das irgendwie so in der nächsten Phase meiner Karriere weitermachen möchte, und bin dann
über das Thema Nachhaltigkeit, ja, das liegt mir schon immer sehr am Herzen und habe gedacht, das ist eigentlich das, was die Welt jetzt noch mehr braucht. Und was ich gerne, ja, was ich gerne den Firmen ans Herz legen würde, sich noch mehr darauf zu fokussieren. Und das ist im Endeffekt ja auch sehr verwandt mit dem Thema Marke und Marketing. Nämlich, also der Link dazu ist eigentlich wirklich dieses Thema Purpose. Also das ist so die Existenzberechtigung einer Marke und was trägt sie zur Gesellschaft bei. Und das ist wirklich so der höhere Sinn und da geht wirklich sehr stark um das Thema Mensch, was bringt die Marke den Menschen. Und ja, das so schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis. Und das ist das, was ich ja, wo ich auch heutzutage bin ich freie Beraterin bei MyKita für Corporate Social Responsibility und dieses ganze Thema Purpose haben wir da auch gerade entwickelt und sind da in der Umsetzung. Ja, bevor wir gleich auf deinen neuen freien Job oder beziehungsweise was du noch so alles machst kommen, würde ich gern nochmal so auf deine Phase bei MyKita eingehen. Zum einen, weil ich tatsächlich Fan bin und es für mich ja wirklich auch eine Love Brand ist. Vielleicht kannst du da mal so erzählen, was die so anders gemacht haben, was dich auch inspiriert hat oder dir Spaß gemacht hat, dort einzusteigen. Und dann finde ich ganz spannend, dass du ja da auch ein Social Management Department oder Corporate Social Management Department eingeführt hast. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie das entstanden ist, wie das aufgenommen wurde und wie es dann auch umgesetzt wurde. Ja, gerne. Also die ja die Geschichte bei MyKita war wirklich vom Grund auf diese Marke international aufzubauen. Das war eine super tolle Herausforderung für mich und hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch jetzt schon genau 15 Jahre dabei. Also ist ja auch außergewöhnlich, aber irgendwie ja, hat mich das immer weiter fasziniert und ich ja, also der Markenaufbau, das war ja so deine Frage, wie hat sich das alles so entwickelt? Wir haben von Anfang an natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise finden müssen, weil es war eine kleine Marke mit ja wenig Funding, also es ist nicht so das klassische Startup im heutigen Sinne, wo Investoren drin hängen, die Millionen da reinpumpen und man Werbung schalten kann, Werbeagenturen einstellen kann. Und das war überhaupt nicht so. Das war ganz klein und selbstfinanziert, wirklich nur durch die Gründer und durch die Bank, also wirklich mit kleinen Beträgen. Und wir mussten uns wirklich überlegen, wie schaffen wir es, die Leute mit dieser Geschichte zu erreichen, ohne die großen Budgets und die finanziellen Möglichkeiten zu haben. Und da haben wir sehr stark gesetzt auf Kommunikation in den Medien. Und den Weg haben wir gewählt, weil wir hatten wirklich eine schöne Geschichte zu erzählen. Also Storytelling war immer extrem wichtig. Und wir hatten wahnsinnig toll designte Produkte und Menschen, die wir vorstellen konnten, die diese Produkte machen. Und das ja, haben wir so genutzt. Dann haben wir natürlich auch verschiedene Erfolge erzielt über so Entertainment-Marketing. Also da gibt es eine Story mit Sex in the City, wo Sarah Jessica Parker die Brille getragen hat, auch auf einem Poster des Kinofilms, was dann natürlich in der ganzen Welt und in Manhattan an riesengroßen Wänden hing. Und das hat wirklich der Marke zu so einem ja, Bekanntheitssprung in der ganzen Welt verholfen. Das war natürlich super. Das Ganze ist natürlich auch ohne, dass da Geld floss, sondern organisch zustande gekommen über die Stylistin, die Brille gesehen hat in unserer PR-Agentur. Und das hat dann so seinen Weg gemacht. Und ja, Sarah Jessica Parker ist heute noch Fan und trägt das. Die Marke und ja, also wir haben auch gemerkt, dass Word of Mouth irgendwie so die größte Glaubwürdigkeit
hat und haben das sehr stark genutzt, auch wirklich noch in der Zeit vor den Influencern. Das gab es ja da noch gar nicht so. Wir haben zwar angefangen mit einem Blog mit Me, My Kita and I, wo wir Leute abgebildet haben mit ihren My Kita-Brillen und so User-Generated Content, wo das alles noch total in den Kinderschuhen war, aber das hat eigentlich ja gut funktioniert, dass wir wirklich versucht haben, die Menschen auch über die Marke sprechen zu lassen. Wir haben auch mal ein paar Bücher veröffentlicht. Dann hat jeder Kunde mit dem Kauf einer Brille ein Buch geschenkt bekommen und hat dann ganz viele Inhalte und Content über MyKita bekommen, dass er darüber sprechen konnte, weil die Brille sitzt ja mitten im Gesicht und fällt auf und die Menschen werden oft darauf angesprochen, hey, neue Brille, schöne Brille. Und wenn die Leute dann auch darüber sprechen können und sie tun das gerne, wenn das eine schöne Marke ist, dann kann man das extrem nutzen. Und wir haben viele verschiedene Dinge gemacht, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Kollaborationen war auch so ein Thema. Wir haben mit kleinen Marken gearbeitet am Anfang, also kleinen Designern. Dadurch haben wir auch immer aufregende Catwalk-Positionierungen gehabt, international, aber dann auch mit großen Marken, die sich dann auch für uns interessiert haben, wie zum Beispiel Moncler oder Leica oder Marken mit so einer wirklich großen Bekanntheitsgrad, also Maison Martin Margiela war wahrscheinlich so im Fashion-Bereich die spannendste und die uns auch mit der Kollaboration zu der meisten Aufmerksamkeit geführt hat. Aber da wart ihr ja irgendwie auch Pionier, oder? Weil heutzutage ist es so, dass das ja schon gängig ist. Aber ihr habt ja das alles angefangen, wie du sagtest, vor Social Media. Dann wart ihr wahrscheinlich so ganz am Anfang. Ja, wirklich Pionier. Wie kamt ihr auf die Ideen? Ist das alles irgendwie entstanden oder kam es auf euch zu? Oder habt ihr das wirklich so ganz gezielt, visionär schon so gesehen, dass es euch zum Erfolg führt? Ja, das war ganz organisch. Das war wirklich so, wie ich gesagt habe, also mit dieser Notwendigkeit eigentlich. Also da gab es nicht so große finanzielle Mittel und das sind so die Wege, die wir gemerkt haben, so können wir das schaffen, so können wir Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben diese Geschichte, die wir erzählen können, an der haben wir natürlich gefeilt. Dann haben wir ein tolles Haus, über das wir sprechen können. Wir haben wahnsinnig tolle Menschen und Mitarbeiter, die wir in den Vordergrund stellen können. Wir sind stark in der PR. Das war so ein Mittel, das hat für uns jahrelang extrem gut funktioniert. Bis dann Medien auch immer nach Budget gefragt haben und die Marke dann größer war und das dann nicht mehr so einfach war. Das war alles sehr organisch, muss ich sagen. Und und Social Media waren wir gar nicht so bei den ersten Pionieren mit dabei. Ich glaube, als Facebook da war, haben wir noch so ein bisschen eine Wartezeit gehabt, bis wir dann auch schließlich eingestiegen sind und so. Haben das dann natürlich auch alles genutzt, die ganzen sozialen Medien. Und das funktioniert, glaube ich, auch sehr gut für manche da heutzutage. Das war ja so Schritt 1 und auf dem Weg zur Love Brand. Und dann, wie gesagt, kam ja das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Management und Purpose und so dazu. Das waren ja dann so deine Kernthemen. Wie hast du das erkannt? Wie kam das, dass du gemerkt hast, das gehört einfach dazu und das muss man erzählen? Weil heute ist irgendwie auch klar, dass man Purpose braucht und ein USP und es sollte nachhaltig sein und kein Greenwashing. Auch da wart ihr ja relativ früh dran. Wie kam das? Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring.
Ja, also das kam wirklich in dieser Corona-Phase, wo ich auch Elternzeit hatte. Und das sind dann auch so die Dinge, die einen als neue Mutter wahrscheinlich umtreiben, dass man irgendwie so sich sehr bewusst wird, jetzt kommt irgendwie die nächste Generation und für die möchte man eigentlich die gleichen Möglichkeiten, wie wir hatten, die gleiche, ja, schöne Welt irgendwie erhalten. Und das ist ja gerade im Moment schwierig. Wir sind ja jetzt gerade in einer schwierigen Situation, was das angeht. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten und meinen Skills aus Marketing und Kommunikation irgendwie das vorantreiben und Unternehmen unterstützen, eben irgendwie eine positive Entwicklung und eine Transformation irgendwie in diese Richtung durchzuführen. Also die Situation ist ja ein bisschen verzwickt momentan auch durch unseren Überkonsum und das ist irgendwie so ein Thema, das mich auch umtreibt. Und wie schafft man das, also die Firmen darauf zu fokussieren, Produkte zu machen, die irgendwie qualitativ hochwertig sind und die lange halten und die in, ja, im Kreislauf zu behalten und irgendwie anders zu arbeiten, als das in vielen Fällen heute der Fall ist. Und das ist irgendwie das, was ich mir dann überlegt hatte. Und bei Maikita steht das Ganze ja schon auf relativ guten Grund. Also da gab es von Anfang an eigentlich die Philosophie, hochwertige Produkte zu machen. Mir war aber klar, dass man das Ganze noch ein bisschen weiter treiben muss, dass das, was Nachhaltigkeit angeht, da noch viel gemacht werden kann. Und habe das dann vorgeschlagen dem Gründer und dem Team und das ist auf offene Ohren gestoßen, hat dann vorgeschlagen, also Corporate Social Responsibility als Department aufzubauen und einen Purpose zu entwickeln. Das kam auch gerade in so einem richtig guten Zeitpunkt, wo sowieso die Brandabteilung dran war, so ein neues Brandbook zu erstellen und dann wurde das einfach damit aufgenommen in dieses Projekt und dann haben wir da eben so eine ganze neue strategische Plattform entwickelt mit Purpose an der Spitze, Vision, Mission, Werten und so weiter und so ein richtig, ja, ich muss mal sagen, das ist ein tolles Brandbook geworden mit all diesen Elementen drin und das wird jetzt umgesetzt und eingeführt und das ist super spannend. Genau. Kannst du da noch was dazu sagen, was der Purpose jetzt bei Maikita ist? Weil ich verbinde das immer so automatisch mit Nachhaltigkeit. Manchmal ist es vielleicht nicht nur Nachhaltigkeit oder da gibt es ja bestimmt noch andere Purposes, aber im Moment ist es eben ganz im Fokus aufgrund der aktuellen Situation, wie du auch gerade schon sagtest, aber da spielen ja bestimmt noch andere Faktoren mit rein. Und wie ist es dann? Ist es denn eine Marketingabteilung oder wie wurde das dann implementiert und hat es dann eigene Budgets oder wie läuft denn sowas überhaupt in so einem Unternehmen auch dann? Okay, also der ein Purpose generell, ich sage immer, das ist irgendwie so eine Existenzberechtigung der Marke und das kann in dem Purpose an sich schon stark um Nachhaltigkeit gehen. Also in dem Wording, das ist ja immer so ein ganz kurzes Statement eigentlich, oder es kann um soziale Impacts gehen. Bei Maikita haben wir das jetzt nicht unbedingt in dem Purpose an sich. Also der Purpose ist to reinvent eyewear, to celebrate self-expression and to achieve well-being. Also das ist wirklich das. Und das ist jetzt nicht was Neues aufgesetzt. Das ist wirklich so der Gründungsgedanke, der eigentlich von Anfang an da war, aber er wurde jetzt so von zum ersten Mal wirklich so formuliert. Und was da wirklich so wichtig war auch, ist, dass es nicht so sehr um das Produkt geht, also dass es nicht so ein wahnsinniger Produktfokus ist, sondern dass es wirklich darum geht, was macht das Produkt beim Kunden, was löst das beim Kunden aus? Es geht wirklich um den Mensch. Und also das, wie wird das Ganze jetzt implementiert? Also wir haben jetzt dieses Brandbook mit dieser Strategiepyramide und das
wird eingeführt in der ganzen Firma und allen vorgestellt. Und das Ziel davon ist natürlich, dass das die Menschen überzeugt. Das soll ja die Menschen motivieren und Engagement stärken. Und wenn es gut funktioniert, kann das ganz, ganz viele Dinge für eine Marke oder für eine Firma tun. Also es gibt natürlich die Reputation, belegt von vielen der großen Unternehmensberatungen, dass es zum finanziellen Erfolg auch führt, weil wenn die Menschen dahinter stehen und es Engagement gibt, dann kommt natürlich auch irgendwie so ganz automatisch der finanzielle Erfolg. Es kann die Verkäufe erhöhen, es kann Return on Investment verbessern, Kosteneinsparungen und natürlich auch Innovationskraft stärken einer Marke, weil es neue Ideen reinbringen kann. Und ja, die Menschen werden ja auch innovativer, wenn sie inspirierter sind. Im Endeffekt geht es ganz stark um das Thema Inspiration. Und genau, das soll jetzt bei Maikita auch diese ganzen Dinge bewirken. Ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Projekt. Also wir werden das ganz gespannt beobachten. Man wird es bestimmt merken, bin ich ganz sicher. Ich bin ja sowieso wirklich ein großer Fan und beobachte die Marke schon lange und sehe auch, wie sie international sich etabliert und sehe die auch, wenn ich auf Reisen bin, ganz häufig. Also insofern Respekt. Wenn wir jetzt nochmal kommen auf dieses Thema Corporate Social Management und Purpose. Ich meine, was ist da aus deiner Sicht die richtige Phase, wo man da reinsteigt? Weil das ist ja auch mit Budget verbunden, wenn man jetzt eine Marke gründet. Meinst du, wenn man anfängt, dass man das gleich am Anfang mit aufbaut? Oder meinst du, wenn der Mindset jetzt schon da ist, so wie vielleicht jetzt bei Maikita auch, sagst du, wir haben ja das Rad nicht neu erfunden, wir haben es jetzt neu formuliert, wir haben jetzt da nochmal eine Strategie draus gemacht. Glaubst du, das ist eher was, wenn man schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Return hat, ein bisschen schon Budget hat und dann auch im Next Level, wo man sagt, jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen optimieren und feintunen. Also wann nimmt man das von Anfang an mit oder macht man das so ein bisschen später? Also am besten und am einfachsten ist es natürlich, wenn man neu gründet, das von Anfang an zu formulieren, weil man dann auch noch ganz präsent hat, mit welchen Gedanken gehe ich jetzt eigentlich da rein. Und ich würde sagen, dass das nie zu spät ist. Also das kann jede Firma zum heutigen Zeitpunkt einfach sich darauf besinnen und diesen Prozess beginnen. Und dann ist es wahrscheinlich gut, wenn man sich jemanden Externes so zur Moderation mit dazu holt. Weil manchmal ist es nicht so einfach, das aus sich selbst heraus zu machen. Aber man muss sich einfach wirklich darauf besinnen, was ist der Mehrwert, den wir als Marke, als Firma, der Gesellschaft, der Welt heutzutage bringen? Was wollen wir? Was ist unsere Intention? Das ist auch ganz stark etwas, was uns abgrenzt und differenziert von der Konkurrenz und was uns einzigartig macht. Und wenn einem das gelingt, das irgendwie in so ein Statement reinzubringen, dann ja, kann das eben diese ganzen Benefits haben, die ich vorhin erwähnt habe. Und es ist nie zu spät, würde ich sagen. Es ist immer, glaube ich, ein guter Moment, das zu machen. Und was Budget angeht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine extrem budgetlastige Geschichte ist. Natürlich, man muss Ressourcen investieren, aber natürlich auch zeitliche Ressourcen. Ist gut, wenn Gründer und Management mit am Tisch sitzt. Das ist auch natürlich gut, wenn andere oder aus verschiedenen Abteilungen Menschen mit dabei sind, weil was ganz wichtig ist, ist, dass es überzeugt. Es muss alle überzeugen und alle mitnehmen. Und genau, und dazu, dass es überzeugt, ist es ja, wie wir immer wieder in diesem Podcast feststellen, sollte es authentisch sein. Und genau, und insofern
wenn man eh schon danach gelebt hat, so wie du es eben bei Maikita erzählst, dann kann das ja quasi nur zum Erfolg führen. Und wir sagen auch immer wieder, es gibt eigentlich schon so viele Produkte und wenn man keinen USP hat und keinen Purpose hat, beides gehört heutzutage dazu und ohne das wird es sowieso schwierig. Insofern brauchen wir Unterstützung beim Aufbau der Marke von Menschen wie dir, weil jetzt bist du ja auch im nächsten Step. Du machst es ja jetzt mittlerweile frei. Du machst es ja nicht mehr nur für Maikita, sondern wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche in dem Bereich Unterstützung, dann kann man sich ja jetzt direkt an dich wenden. Richtig, danke. Und ja, also ich berate jetzt Firmen oder Marken wirklich ganzheitlich. Eben der Ausgangspunkt ist natürlich ideal, wenn das das Thema Purpose ist, wenn man erstmal das entwickelt. Also es muss schon eine Intention da sein und dann das Ganze zu kanalisieren und dann eben diesen Purpose-Claim zu entwickeln. Und wenn man den erstmal hat, dann sage ich, dann folgt eigentlich alles andere. Dann kann man so eine Transformation durchlaufen und ja, nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Das steckt da natürlich auch ganz stark drin. Also indem man auch ein Produkt macht, das die Welt wirklich braucht. Und dann geht es natürlich noch ganz stark um das How, also nicht nur um das Why, sondern um das How, sondern und zwar wie machen wir dann dieses Produkt. Und das ist dann wirklich die Infragestellung des ganzen der ganzen Lieferkette und wirklich dann zu gucken, dass die Materialien, also das ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich bei Maikita mit gestartet bin, dass man sich die Materialien anschaut, weil ganz viel des CO2-Ausstoßes, des Abfalls und ja, des Impacts einer Firma steckt eigentlich in den Materialien. Also bei einer Firma, die selber herstellt, ist das natürlich auch noch einfacher. Und bei Maikita ist es ja der Fall, dass man sich einfach anguckt, welche Materialien benutzen wir eigentlich und wie nachhaltig sind die und kann ich es schaffen, irgendwie zirkulär zu arbeiten. Und ja, da haben wir zum Beispiel als ein Projekt gemacht, den Switch von traditionellem Acetat zu nachhaltigem Acetat, also mit einem sehr hohen Recyclinganteil. Und das Schöne daran ist, das ist eigentlich so, dass das Coole an dieser Umstellung ist, dass es aus recyceltem Abfall gemacht wird. Also dass man tatsächlich so eine hochwertige, tolle Brille jetzt machen kann aus irgendeinem Plastik-Wegwerf-Container von einem Takeaway zum Beispiel. Das steckt jetzt in so einer hochwertigen Brille mit drin in dem Acetat. Und dass man natürlich dadurch Abfallabbau oder Wiederverwertung fördern kann. Oder dass Edelstahl, der größte Anteil der Maikita-Brillen ist aus Edelstahl. Da haben wir uns jetzt ja, in der Partnerschaft mit dem Edelstahlhersteller in Schweden in einem geschlossenen Kreislauf jetzt aufgebaut. Und ja, alle unsere Produktionsreste, und das sind sehr, sehr viele, die gehen jetzt wieder direkt in diesen Kreislauf zurück, werden wieder eingeschmolzen und ja, das ist toll. Ja, das finde ich auch toll, diese Entwicklung und diese Möglichkeiten, die sich jetzt einem nach und nach erschließen. Und auch toll, dass ihr die direkt nutzt und Anwendung findet, weil das ist ja diese Transformation und dieses Umstellen von Prozessen, stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Und dann einfach zu testen, auch hält das Material, was es verspricht und so weiter und gemeinsam da auch vielleicht zu wachsen und besser zu werden. Jetzt würde ich gern nochmal auf dich zurückkommen, liebe Xenia. Was war denn so in deiner Karriere für dich eine Herausforderung, mit der du so gar nicht gerechnet hast? Und wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen? Also im Moment muss ich sagen, die größte Herausforderung ist wirklich so die Nachhaltigkeitstransformation umzusetzen. Also das
Das ist nicht nur meine, ich glaube, das ist von vielen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Sustainability Managern irgendwie so die größte Herausforderung, ist nicht nur zu identifizieren, was kann man machen, sondern das ist natürlich auch oft herausfordernd, sondern wirklich auch das umzusetzen. Und da geht es stark um Überzeugung und Menschen mitzunehmen. Und ja, also die Hürde ist manchmal viel größer, als man denkt, weil man im Endeffekt ja Menschen zur Umstellung überzeugen muss. Und es gibt tatsächlich viele, die gerne in ihren alten Mustern bleiben, wo man dann immer zwar theoretisch die Zustimmung da ist, aber wenn es dann um die Praxis geht, wenn es dann darum geht, irgendwie diesen Mehraufwand, teilweise auch mehr Kosten, teilweise sind es auch Kosteneinsparungen, machen kann. Also bei Maikita zum Beispiel war es sehr schön, dass wir bei der Edelstahl-Geschichte, wo wir den Kreis geschlossen haben, im Endeffekt mehr Geld damit verdienen, weil wir jetzt das Edelstahl zurückführen an den Hersteller und der mehr Geld dafür bezahlt als der Schrotthändler in Berlin, wo wir das vorher verkauft haben. Also das kann auch zu höherer Profitabilität führen, tatsächlich. Man muss sich einfach nur diesen ganzen Herausforderungen mal stellen. Und das ist eben so ein bisschen das Thema, dass viele Leute tatsächlich herausgerüttelt werden müssen aus diesem, so habe ich es schon immer gemacht, und irgendwie neue Wege zu gehen. Und das ist aufwendiger, das ist schwieriger, das braucht mehr Zeit. Und das ist natürlich in so Krisenphasen, wir sind ja jetzt ein bisschen in so einer Krisenphase wirtschaftlich durch Corona und ja, was da alles so gefolgt ist, in so einem Zeitpunkt Firmen und Marken, die Teams zu überzeugen, Dinge zu ändern, schwieriger zu machen teilweise, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und wie kommt man da, also wie schafft man es trotzdem, war ja der zweite Teil der Frage. Ja, das ist wirklich dranbleiben. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus Leidenschaft und Perseverance, also einfach immer weitermachen und sich nicht von dem Weg abbringen lassen und Überzeugungsarbeit zu leisten und immer wieder den Dialog suchen und aufzeigen, dass es eben auch anders geht und versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und kommen wir zu dem größten Erfolg in deiner Karriere. Kannst du da einen betiteln, der dir so besonders am Herzen lag? Maikita insgesamt, was da erreicht worden ist in den Jahren, wo ich das Privileg hatte, da Global Brand Director zu sein, ist eigentlich eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Als ich eingestiegen bin, war es wirklich noch eine kleine Firma. Ich glaube, das war um die 6 Millionen oder so der Umsatz. Da war die Firma 4 Jahre alt, als ich eingestiegen bin. Und dann bis 2018 war ich 10 Jahre in dieser Position und da waren wir dann bei 37 Millionen. Also das hat sich so versechsfacht in der Zeit. Es waren natürlich auch 10 Jahre, aber es war wirklich es war wirklich toll, weil es immer weiter gestiegen und das macht natürlich Freude. Da kannst du auch richtig stolz drauf sein. Kommen wir zur letzten Frage. Die letzte Frage lautet, kannst du den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben, die jetzt gerade selber eben dabei sind, eine Marke aufzubauen oder zu gründen? Ja, also ich denke, das liegt jetzt sehr auf der Hand, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich eben um den Purpose Gedanken macht, wenn man gründet. Warum mache ich das eigentlich? Was bringe ich mit meiner Idee genau den Menschen und nicht nur irgendwie das Produkt, sondern sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ist irgendwie so der emotionale Benefit, den die Menschen haben. Und
Also mein Lieblingspurpose ist der Purpose von Airbnb. Der ist to help create a world where you can belong anywhere. Und das ist so wahnsinnig inspirierend, dieser Purpose, weil es geht nicht darum, irgendwie Ferienapartments zu mieten oder irgendwie sowas Banales, was sie im Grunde ja machen, sondern dass sie durch die Art und Weise, wie sie das machen, den Menschen ein Stück Heimat oder Zugehörigkeit beschaffen und das zu erkennen, was bringe ich eigentlich mit meinem Produkt oder mit meinem Service oder mit meinem Angebot den Menschen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wenn man startet mit seiner eigenen Idee oder seiner Marke. Vielen Dank, liebe Xenia, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so einen tollen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und ich bin ganz sicher, einige von unseren Hörern und Hörern werden da richtig inspiriert sein. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.